im Freundeskreis schon mal gesprochen wird, ja, da ist das billiger, da ist das billiger, da sage ich, wir wollen nicht die Billigsten sein, wir wollen zu den Besten gehören. Einfach, dass der Verbraucher merkt, hier gibt es keine 0815-Ware, sondern wir versuchen immer besser zu sein. Ja, wir sind ja immer in der Vorbereitung mit dem Strohschwein. Iberico, Duroc, Blockhaus, Almochse führen wir sowieso, auch schon seit längerem. Wir haben Loué, Geflügel. Wenn ich einkaufen gehe, egal in welchem Bereich, dann schaue ich mir erst die Verkäuferin an. Ja? Egal ob Textil, Bäckerei, Lebensmittel, egal wo. Ist es also uns schon gelungen, wenn ich eine Verkäuferin gefunden habe, die tolle Ausstrahlung hat, ich die angesprochen habe und habe gefragt, ob sie nicht auch Interesse hätten, eventuell mal in einer Fleischerei zu arbeiten, die jetzt bei uns Topkräfte geworden sind, die wir weitergebildet haben. Ja, und eine Frikadellenrezeptur habe ich. Aber ich erzähle jetzt nicht die Rezepturen. Wir sind also wirklich der Renner. Gehacktes Bratwurst, das sind also Artikel, die bei uns schon sehr stark sind. Bauchfleischrippchen, die klassischen Metzgereiartikel, auch aus den früheren Jahrzehnten. Wir präsentieren immer die Ware wie auf einem Tablett, dass es schön aussieht und dass der Kunde sieht, die Ware ist frisch. Und ich lasse mir lieber die Fleischfarben spielen. Die Kunden kommen bei uns an die Theke, Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, sagen, ihr habt ja eine Theke, das sieht super aus, das sieht toll aus. Und da freut man sich natürlich. Ne? Ich bin von Kind an, ich bin in der Metzgerei groß geworden, Eltern, Großeltern haben eine Metzgerei gehabt. Ja, das ist mein Leben, mein Beruf ist mein Leben.